Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel-Karten-Reading. Und ja, diese Woche haben wir eine interessante Botschaft. Es geht um eine wichtige Entscheidung, die wir zu treffen haben. Ich habe es schon angemerkt bei Facebook. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal in die Karten rein, weil wir da einfach die genauen Hinweise für die Woche bekommen. Hier oben liegen die Karten für das Wochenorakel für die Woche und hier nochmal einzelne Karten, die nochmal etwas einen Aspekt zeigen der Bedeutung der einzelnen Karte. Die erste Karte, die wir haben für die kommende Woche, beginnt heute, ist die Karte Entscheidung mit Erzengel Jophiel. Und auf dem Bild sehen wir einen Engel, der Tauben freilässt aus einem Käfig. Also es geht hier sicherlich um den Aspekt der Befreiung, der Aspekt auch in die Freiheit zu gehen zu wollen. Und hier sehen wir, dass eine Taube im Käfig noch sitzt, die anderen sind schon losgeflogen. Eine Taube sitzt da noch und sehr oft sitzen Menschen auch in einem goldenen Käfig und die Tür steht schon auf oder die Tür wurde in den letzten Wochen, Monaten vielleicht geöffnet, aber sie zögern vielleicht hinaus zu fliegen. Ja, also in der Karte geht es darum, befreie dich von dem, was dich jetzt noch zurückhält. Auch der Bedarf, sich zu entgiften, kann jetzt sehr auf der Hand liegen und sehr deutlich werden. Es gibt unnötige Ängste, die mit einem Mangel an Selbstbewusstsein zu tun haben und die uns vielleicht noch zurückhalten. Also die Engel sagen klar, es gibt eine Entscheidung zu treffen. Gehe ich durch dieses Türchen oder nehme ich diesen Weg oder nehme ich jenen Weg? Bleibe ich, gehe ich, was auch immer die Entscheidung jetzt ist. Ja, oder auch zwischen zwei sehr attraktiven Varianten, die ich vielleicht wählen soll und kann mich nicht entscheiden. In jedem Fall sagen die Engel, lass das zurück, löse das auf, was dich zurückhält, was dich noch im Alten hält, das nicht mehr zuträglich ist, weil das dir ja auch Probleme bereitet und dir nicht, ja, nicht mehr zuträglich ist, einfach nicht mehr stimmig ist. Ja? Und das hat wahrscheinlich auch mit der Familien- oder privaten Situation sehr stark zu tun. Hier geht es um das private Leben. Liebe und Segnungen erfüllen jetzt dein Leben, harmonische Beziehungen mit Familienmitgliedern und für immer glücklich sein. Das sind vielleicht die Träume oder die Schritte, die wir gehen wollen, die Veränderungen, die wir unternehmen wollen, um dahin zu kommen. Das ist vielleicht unser Ziel, einfach mehr in Harmonie mit uns selbst und mit anderen zu kommen. Und da sind jetzt einfach gewisse Schritte nötig, das auch zu tun. Und noch eine weitere, wie ich finde, sehr, sehr positive Karte, die sagt, es ist jetzt Zeit zu feiern. Ja, es erwarten dich reichhaltige Belohnungen für deine harte Arbeit. Vielleicht habt ihr in den letzten Wochen, Monaten an vielen Dingen gearbeitet, vieles neu aufgebaut, geplant, versucht in die Wege zu leiten. Ja, und jetzt ist Zeit, das zu feiern. Ja, feier dich da auch selbst. Ja, und befreie dich nochmal, kommt hier, befreie dich von einer Bürde, ja, von Situationen, die auf dir lasten, die dich belasten, ja, und wenn du das tust, dann kannst du auch feiern, dann wird es wirklich leichter in deinem Leben werden. Das ist jetzt nochmal wirklich so ein Durchbruch gefragt für viele, ja, durchzubrechen durch so eine gewisse, durch einen Schleier und für manche fühlt es sich an wie eine Schallmauer, ja, und da nochmal durchzubrechen und wirklich sich zu befreien und zu sehen, was dann an Neuem kommt oder auch viel, in viel größerer Harmonie da ist. Ja, was ist der Aspekt dieser Entscheidungskarte hier vorne? Das ist die Karte Mut. Hier kommen die Drachen nochmal. Natürlich ist ein gewisser Mut nötig, um diesen Schritt zu gehen. Also hab Mut, es zu tun. Trau es dir zu. Das haben wir immer wieder auf dem spirituellen Weg, dass es wichtig ist, ins Ungewisse zu springen. Nicht zu wissen, wird alles genauso kommen, wie ich mir das wünsche. Gerade wenn wir Sorgen haben, dass das so ist, ja, können wir das nicht wirklich sehen, ja, dann haben wir Angst, dass wir einen Schritt tun, den wir bereuen, ja, das ist ja das Übliche, dass wir sagen, ach, dann habe ich das gemacht und dann war das doch falsch, ja, aber dann trauen wir uns selber nicht zu und das ist natürlich Mangel an Selbstbewusstsein. Hab einfach den Mut, den Schritt zu gehen, vertraue deinem Gefühl, ja, es zeigt dir den Weg und diese harmonische Familiensituation, da kommt die Karte Spiegel, also schau auch in den Spiegel, was ist dein Beitrag dazu. Oder welche Menschen spiegeln dich, welche Menschen spiegeln dir bestimmte Situationen oder Dinge oder sind ein Spiegel für dich. Ich glaube, dass wir immer auch Beziehungen suchen mit Menschen in jeder Hinsicht jetzt, ja, beruflich, privat, in der Liebe natürlich auch, die uns ein Spiegel sind, ja, in denen, wo wir hineinschauen können und wo auch etwas zu uns rüberkommt wieder, ja, wo wir lernen, uns auch zu spiegeln, lernen, uns selbst zu erkennen. Ein Spiegel hilft uns, uns selbst zu erkennen. Und natürlich sind da draußen viele Seelengefährten, manche haben auch eine Zwillingsflamme, die uns helfen kann, uns selbst besser zu erkennen
Und das scheint hier der Schritt zu sein, der nötig ist. Vielleicht merken wir, andere helfen uns nicht mehr so sehr, uns zu erkennen. Wir erkennen uns in den anderen nicht mehr. Ja, oder da ist kein Spiegeleffekt mehr, da ist keine Resonanz mehr, in keiner Hinsicht. Ja, deshalb, wir brauchen einen Spiegel, um uns weiterentwickeln zu können, um auch wahrgenommen zu werden, das Gefühl zu haben, ich werde von einer anderen Person oder anderen Personen wahrgenommen, wie ich bin und kann das auch erfahren durch diese Personen. Ja, und hier die letzte Karte mit den Belohnungen und der Zeit fürs Feiern. Ja, die Drachen sagen uns, das ist alles in göttlicher Ordnung. Also diese Entscheidungen, die anstehen und die Resultate vor allen Dingen, die dann kommen, das Neue, was wir dann starten oder das etwas andere Leben, was wir dann lostreten, das ist im Rahmen der göttlichen Ordnung. Und deshalb ist es fast unabwendbar, dass wir dahin kommen. Natürlich haben wir einen freien Willen und wir können Entscheidungen treffen, auch dagegen. Aber dann entscheiden wir uns gegen die göttliche Ordnung. Und das bedeutet ziemliche, würde ich vermuten, Qualen und Irrwege, die dann folgen können und Schwierigkeiten, Hindernisse, Blockaden. Ja, das ist ja meistens das. Also bevor wir überhaupt in diese göttliche Ordnung kommen, bevor wir diese Entscheidung treffen, wir werden ja dazu gebracht, eine Entscheidung zu treffen, weil wir spüren, unser Leben ist blockiert. Es geht nicht weiter. Es funktioniert nicht mehr. Das Alte funktioniert nicht mehr. Das hat mit diesen neuen Energien auf dem Planeten zu tun. Die heben unsere Schwingung an. Die heben uns in, ja, mehr ins Licht, mehr in die universelle, bedingungslose Liebe hinein. Und alles das, was nicht der universellen, bedingungslosen Liebe folgt, ja, kann nicht mehr funktionieren, wird blockiert, stimmt nicht mehr, spiegelt uns nicht mehr, spiegelt nicht mehr das, was wir als der sich weiterentwickelnde Mensch sind. Ja, und deshalb kommen wir in die göttliche Ordnung, wenn wir dem auch konsequent folgen, was wir im Inneren jetzt spüren und sind. Ja, wir legen vielleicht wie eine Schlange unsere Haut ab, unsere alte Haut und entstehen irgendwie neu, sind im Kern noch wir selbst, aber kriegen irgendwie auch ein neues Drumherum. Ja, und das ist im Einklang mit der göttlichen Ordnung. Also eine sehr, sehr schöne Botschaft hier von den Drachen, wie ich finde, nochmal zusätzlich. Also auch sehr beruhigend und deshalb auch durchaus ein Grund zum Feiern. Also etwas, was jetzt wirklich in eine sehr, sehr gute Richtung sich entwickelt. Eine sehr positive Energie in dieser Woche, auch wenn natürlich Entscheidungen immer mal so gewisse, wie soll ich sagen, anstrengende Phasen sind und die uns viel Kopfzerbrechen machen. Insofern wünsche ich euch eine erfolgreiche, schöne Woche, dass ihr leicht in eure Entscheidungen findet, dass ihr eurem Bauchgefühl vertraut, eurer inneren Führung und ja, wünsche euch viel Erfolg in jeder Hinsicht in dieser Woche. Macht's gut und bis bald. Tschüss.